Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Abendroutine mit Bibi. Ich dachte, ich nehme euch mal mit den ganzen Abend und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Bei mir beginnt der Abend immer mit Wäsche zusammenlegen. Meine Mutter wäscht bei uns die Wäsche und ich lege dann immer die Babysachen zurecht. Und das mache ich hier auch gerade. Das heißt, ich hänge alles auf die Bügel und bringe es dann natürlich in den Kleiderschrank oder zum Beispiel die Bodies lege ich zusammen und tue sie dann in die Wickelkommode. Und genau, das mache ich eigentlich jeden Abend. Und wenn ich das dann aufgehängt habe, dann schaue ich immer schon, was könnten wir nächsten Tag anziehen und lege mir das dann immer schon gerne zurecht. Ich möchte einfach morgens da nicht damit die Zeit verbringen, da erstmal ein richtiges Outfit zu suchen, sondern mache das immer schon abends direkt. Und dann habe ich morgens am Wickeltisch einfach schon alles griffbereit und muss mir da noch keine Gedanken zu machen. Ja, bei uns ist es jetzt dieser Strampler hier geworden für den nächsten Tag. Ja, den Strampler lege ich mir dann wie gesagt am Wickeltisch bereit und dann bereite ich alles eigentlich vor, um die Kleine dann nachher fertig zu machen. Die Kleine schläft nämlich gerade und das ist auch meistens so, wenn ich abends die Wäsche mache, dass die kleine Maus dann eben schläft und ich bereite dann schon mal den Wickeltisch vor. Das heißt, ich lege ihren Schlafsack zurecht oder ihren Schlafanzug und bereite einfach so den Wickeltisch vor, damit wir die Kleine dann am Ende fertig machen können. Jetzt habe ich hier noch einen Body übrig gehabt, den wollte ich jetzt nochmal schnell zusammenlegen und habe den dann auch direkt in die Wickelkommode geräumt. So, und dann brauchte ich noch ein Molton-Tuch, weil die kleine Maus einfach so, so viel spuckt und dementsprechend habe ich gern in meinem Bett ein Molton-Tuch liegen. Und das mache ich jetzt hier fertig. Das muss nämlich jeden Tag neu gemacht werden, weil es immer voll gespuckt wird. Und genau, da habe ich einfach so ein Molton-Tuch hingelegt unter meinen Kopfkissen so ein bisschen. Das heißt, wenn die kleine Maus dann bei mir liegt und nicht in ihrem Beistellbett, dass mein Bett einfach nicht so voll gespuckt wird, sondern dass alles dann schön ordentlich mit dem Molton-Tuch ist. So, dann geht's an schon. Dann ist auch schon der Abend angebrochen und die kleine Maus wird von mir fertig gemacht. Das ist eigentlich immer so, wenn sie von diesem Schläfchen aufwacht, dann gehe ich einfach mit ihr nach oben. Das ist ungefähr schon so 20, 21 Uhr dann ungefähr. Dann habe ich schon gegessen und die kleine Maus hat jetzt auch nochmal Hunger und dann mache ich sie erstmal fertig. Und dann gibt es natürlich eine frische Windel und ich wasche sie einmal komplett. Und dann gibt es natürlich ihren Schlafanzug an. Beziehungsweise hat sie heute in Body und Strumpfhose geschlafen. Genau, das mag sie sehr, sehr gerne. Und danach gibt es natürlich erstmal eine Brust. Weil die kleine Maus hat dann natürlich auch ganz, ganz viel Hunger. Abends trinkt sie immer sehr, 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 sehr viel und sehr, sehr häufig. Aber dafür schläft sie in der Nacht viel, viel besser. Waschen tue ich die kleine Maus immer mit so kleinen Waschlappen. Die kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Die sind super, super toll. Ich habe nämlich immer Wasser zum Wickeln da und auch, um sie einmal komplett zu waschen. Das mache ich immer mit Waschlappen und Wasser, nicht mit Feuchtigkeit, mit Wasser. So, wenn die kleine Maus dann fertig ist, dann gehen wir zusammen ins Bettchen zu mir und dort wird dann erstmal gestillt und das genießen wir ganz, ganz intensiv die Zeit, weil wir einfach ja alleine sind so ein bisschen und so ein bisschen die Zeit dann
genießen. Ich achte sehr, sehr viel auf die Kleine und rede viel mit ihr, weil ich diese Zeit einfach wirklich sehr, sehr genieße am Abend dann. Ja, und wenn die kleine Maus dann fertig ist, dann schläft sie meistens, dann mache ich mich fertig und dann gehe ich auch zur kleinen Mausi ins Bettchen und dann ist eigentlich auch schon so der Tag vorbei. Meistens wacht sie dann noch mal kurz auf und dann, ja, rede ich einfach noch so ein bisschen mit ihr und wir quatschen noch ein bisschen und ich streiche sie ganz viel. Und wenn sie dann noch mal eingeschlafen ist beim rumalbern mit ihr, sag ich mal, schläft sie meistens ein, dann geht für uns auch das Licht aus und dann war das eigentlich unsere Abendroutine. Ja, das ist so ein Abend bei uns. Es ist meistens relativ gleich und läuft so wie in diesem Video, aber meistens gibt es natürlich auch mit Baby Unterschiede. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!